1992 veranstaltet der TÜV Station Paderborn an der Talle eine Oldtimer-Ausfahrt. Antonio Spieker ist der Organisator dieser alle zwei Jahre stattfindenden Oldtimer-Rallye. Also nicht die Leine. Gut. So, fahren wir ein bisschen weiter vorwärts. Okay. Selbst artistische Vorführungen garantieren nicht immer für die volle Punktzahl. Nach den Strapazen der bisherigen Fahrt haben Fahrer und Beifahrer die Mittagspause redlich verdient. Zur Stärkung stehen Erbsensuppe und Getränke an der Dahler Schützenhalle bereit. Viele freiwillige Helferinnen und Helfer, fast alle Mitarbeiter des TÜVs in Paderborn, bemühen sich um die Teilnehmer, sei es hier beim Mittagessen oder an den Durchgangskontrollen. Nach kurzer Rast geht es weiter. Bereits an der nächsten Kreuzung, der Durchgangskontrolle 4, wartet auf die Fahrer eine weitere Aufgabe. Kombinationsvermögen ist je gefragt. Autoembleme gibt es viele. Aber erkennt man sie auch noch, wenn ein Teil fehlt? Naja, vielen fällt es schwer. Jetzt führt die Route durch eine besonders reizvolle Landschaft, den Naturpark Eggegebirge. Diese alte Dampflok erinnert den Vorbeifahrenden, dass er sich in dem Eisenbahnerort Altenbeken befindet. Ohne Pannen erreichen alle Fahrzeuge das Ziel, den TÜV an der Talle.
Der mitgebrachte Stein wird nachgemessen und eingesammelt. Die Kantenlänge sollte bekanntlich 9,5 cm betragen. Mittlerweile verrichtet die Dampfmaschine schon seit mehreren Stunden gleichmäßig ihren Dienst. Sie treibt einen schon fast legendären Landsdreschkasten an. Ebenfalls in voller Aktion die Modelllokomobile. Während der Auswertung der Bordkarten haben Teilnehmer und Besucher reichlich Gelegenheit für Benzingespräche. Außerdem werden Bratwurst und Getränke angeboten. Zum ersten Mal auf dieser Veranstaltung zeigt der Van Dieken aus Schweckhausen seine selbstgebauten und funktionsfähigen Traktormodelle aus den 20er Jahren. Angetrieben durch Rasenmähermotoren entwickeln sie enorme Kräfte und können sogar einen Oldtimer ziehen. Nur noch wenige Minuten trennen uns von der Preisverleihung. Wem werden die Pokale überreicht? Gewinner aber sind alle Teilnehmer und Aktive dieser Veranstaltung. Ich möchte also jetzt mit dem offiziellen Teil der Preisverteilung beginnen. Ein gutes Omen und ich darf Sie schon jetzt für die nächste Veranstaltung in 2 Jahren wieder sehr herzlich einladen. Ich glaube, versprechen zu können, dass auch diese Veranstaltung ebenso schön werden wird wie die heute. Wochen hingezogen hat, der viele Gedanken erfordert hat und manche Stunde der Vorbereitung. Und da möchte ich die Hauptperson nennen, die auch gleich die Siegerehrung durchführen wird, nämlich unseren bewährten Antonius Spieker. Ja, den ersten Platz, oder nee, fangen wir lieber mit dem dritten an. So, danke dir. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Das waren 145 Punkte. Ja, alles klar. 145. Den zweiten Platz hat belegt Ingo Maas. Danke schön. So. Danke dir. Alles klar. Ja, muss ich erst nochmal nachgucken. Alfred Hugo Dierschel, ist der da? Ja.
So, und dann haben wir noch einen für die weiteste Anreise. Ein gelungener Tag. Herzlichen Dank allen Teilnehmern, Helferinnen und Helfern, die zu dieser schönen Veranstaltung beigetragen haben.